Ja, herzlich willkommen. Wir sitzen hier mit Christine Melcher, unserer frisch gewählten neuen Landessprecherin. Erstmal im Namen vom Stream-Team wünschen wir dir alles Gute, herzlichen Glückwunsch und wir wollen natürlich wissen, wie du dich fühlst. Ja, zunächst danke an euch beide, dass ihr das so toll gemacht habt und die ganze Zeit durchgehalten habt und uns live ins Internet gestreamt habt. Wie ich mich fühle, ja, so ein Parteitag ist immer ziemlich anstrengend und aber eigentlich bin ich gerade sehr erleichtert und ich freue mich tatsächlich auf die Herausforderungen, die ich jetzt gemeinsam mit Norman und dem gesamten Landesvorstand angehen kann. Ich glaube, wir wissen alle, dass das sehr politische Zeiten sind und wir müssen jetzt hart kämpfen in den nächsten anderthalb Jahren, damit wir in Sachsen kein rechtes Regierungsbündnis haben. Okay, danke. Ich meine, du hast ja jetzt schon Erfahrungen darin, aber welche Botschaft würdest du denn jetzt an die über 1600 Mitglieder, die du ja jetzt wieder vertrittst, gerne richten wollen? Bringt euch jetzt ein. Wir sind mitten im Programmprozess für unsere Landtagswahl. Da ist es entscheidend, welche Ideen, welche Projekte wir umsetzen wollen in den Landesarbeitsgemeinschaften. Die Menschen fangen gerade an, auch darüber zu diskutieren, wie wir Sachsen verändern wollen, wo wir ansetzen können, welche Projekte wir umsetzen wollen. Das ist der richtige Zeitpunkt, um sich jetzt von der stillen Mitgliedschaft zur aktiven Mitgliedschaft zu entscheiden. Da hast du mir jetzt schon ein kleines bisschen vorgegriffen. Meine nächste Frage würde so ein bisschen in die Richtung gehen, und zwar, welche Möglichkeiten siehst du denn, die digitalen Techniken, so wie wir das jetzt hier gerade machen, in die Neumitglieder, also die Neumitglieder damit zu integrieren und auch in Bezug auf das Landtagswahlprogramm und Europa- und Kommunalwahl nächstes Jahr mit einzugliedern? Ja, ich glaube, das sind mal verschiedene Ebenen. Ne? Also wir haben zum einen die Motivationsebene. Ich glaube, dass wir da definitiv auch im Landtagswahlkampf ausprobieren werden, die schnelleren Kommunikationsmittel über Chats, über Streamer, über Signal. Ich glaube, dass wir da anfangen müssen, unsere Mitglieder tatsächlich direkt auch zu informieren zu den Sachen, die gerade auch bei uns anstehen. Dann im Rahmen des Programmprozesses oder in den Beteiligungsphasen ist es, glaube ich, wichtig, andere Möglichkeiten auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob das über Chats funktioniert, aber ich bin offen, das alles mal auszuprobieren. Wir hatten auch überlegt, jetzt in dem Storytelling oder in dem Narrativ, wo wir eigentlich Sachsen sehen mit Grün, auch mal sowas zu machen wie mit 280 Zeichen sollen uns die Mitglieder einfach mal sagen, wo sie Grün 2020 sehen. Aber bin ich total offen und freue mich auf jegliche Ideen, die da auch von außen kommen oder von Mitgliedern, wie wir das tatsächlich verbessern können. Okay, cool. Ich habe noch im Vorfeld noch so mal ein bisschen rumgefragt, ob noch jemand Fragen hat. Und da gab es eine, und zwar auf unseren Veranstaltungen und auch im Social-Media-Bereich, also vor allem im KV Leipzig, geht das Thema Kita und Schule extrem gut. Mhm. Das Vögelchen wollte wissen, was da grüne Programme für die Landtagswahl nächstes Jahr sind. Ja, wir haben ja tatsächlich in Leipzig das Problem, dass Leipzig eine extrem schnell wachsende Stadt ist. Das heißt, da tauchen die Probleme gerade ad hoc auf. Ne? Also wir haben einen enormen Kita-Platzmangel, aber auch die Schulen werden natürlich nicht oder können nicht so schnell gebaut werden, wie wir das gerne hätten. Auf Landesebene setzen wir uns dafür ein, dass endlich der Landeszuschuss für die Kinderbetreuung erhöht wird. Die Kommunen werden komplett alleine gelassen momentan von der Landesregierung, was die Ausgestaltung der Kita-Plätze betrifft. Und das trifft natürlich gerade die Großstädte in Sachsen enorm hart. Wir wollen den Betreuungsschlüssel verändern. Der ist desolat. Sachsen hat den schlechtesten Betreuungsschlüssel bundesweit. Wir wollen die Vor- und Nachbereitungszeiten dazu rechnen, die momentan im Betreuungsschlüssel gar nicht angerechnet werden. Wir wollen aber auch die Qualität der Erzieherinnenausbildung verbessern und natürlich auch die Bezahlung, weil wir sagen, dass die frühkindliche Bildung extrem wichtig ist. Und das gleiche Problem haben wir jetzt auch in den Schulen. Da hat ja die sächsische Staatsregierung seit Jahren das Problem nicht angefasst. Man hat ja wirklich Lehrer abgewiesen an den Grenzen von Sachsen. Jetzt hat man irgendwie mühselig was zusammengeschustert von der Staatsregierung, viel zu spät, weil die Lehrerinnen fallen nicht vom Himmel. Unsere Forderung war immer gleiche Bezahlung für alle Lehrkräfte, egal welcher Schulart, am besten eine E13. Da müssen wir jetzt ansetzen, aber auch
komplett müssen wir, glaube ich, auch die Schullandschaft in Sachsen neu denken, dass der Schul- oder die Schullandschaft in Sachsen so attraktiv ist, dass Lehrer gerne herkommen nach Sachsen über moderne Schulgebäude, die auch inklusiv sind, auch in den Stadtviertel oder in den Kiez hineinwirken. Digitalisierung ein großes Thema, glaube ich, wo wir die Schulen fit für das nächste Jahrzehnt machen. Oh, das sind ja schon einige detailliertere Vorhaben. Vielen Dank für deine Einschätzung und wir wünschen euch eine frohe Amtszeit. Viel Spaß. Dank. Danke.